Glaubt ihr eigentlich, dass sie die ganze Zeit hinter dem Vorhang nackt sind, während wir aufnehmen? Die sind immer. Ach so, immer. Nico und Adrian sind hinter dem Vorhang immer nackt, wenn wir aufzeichnen. Come on! Zum Start ins WM-Final-Wochenende. Ihr habt das letzte Woche übrigens super gemacht mit diesem Come on! Ja? Ihr braucht mich gar nicht mehr. Ja, aber ich würde das gerne immer, also zum Loop machen. Ja? Und dann jeder mal, dann wird man irgendwann mal 45 Minuten lang wird man nur ein Come on hören. Ich finde super. Come on! Ja, du musst das auch mal üben, Flo. Hell oder dunkel? Nee, es ist so ein Come on! Come on! Yeah! 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 Und jetzt alle, come on! Nudelsuppe! Für die ganze falsche Kamera. Mitte, total ist Nudelsuppe. Und vielleicht schaue ich einfach mal in eure Kamera. So. Nein, geweckt ist unsere. Du musst das ja auch üben. Du musst ja diverse High-Five-Traditionen noch drauf schaffen, denn ohne jetzt schon zu viel verraten zu wollen, man wird dich ja im Zusammenhang mit High Five demnächst öfter sehen. Darf man das schon sagen? Ja, ich weiß es nicht. Doch, ich denke, ich sag das jetzt halt einfach. Okay, gut. Ja, wird man. Dann sage ich aber auch noch nicht mehr. Nee, dürfen wir auch, glaube ich, noch nicht. Das ist gut. Warum darf man denn das alles nicht? Das weiß ich ja immer auch. Es ist halt immer diese Bürokratie und NDA hier und Embargo da und Florian Heider dort. Es ist doch alles scheißegal, Mensch. Auf jeden Fall wird es super, da freuen wir uns drauf. Ja, ich mich auch, total. Ich bin sehr aufgeregt. Aber und es steht ja sowieso das ein oder andere an. Also wir haben gerade so unglaublich viele Projekte in der Pipeline. Wir würden euch da gerne mal dran teilhaben lassen. Einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken. Also unsere Köpfe rauchen gerade. Es ist gerade extrem viel, eben jetzt auch wegen der anstehenden oder bevorstehenden Gamescom in Köln. Da sind wir dann auch wieder aktiv. Sprechen wir nachher auch noch ganz kurz drüber. Also steht viel an, wird spannend. Aber wir sind ja immer darum bemüht, so ein bisschen Rotation reinzubringen, so ein bisschen Abwechslung ins Programm reinzubringen, damit ihr euch auch nicht langweilt und jederzeit gut unterhalten fühlt. Und ihr spielt ja auch die Hauptrolle bei Come On, unserem Kommentarformat am Freitag. Sonntag ist WM-Finale, das lässt dich natürlich völlig kalt. Mega, ich werde am, ich habe ja nächste Woche Urlaub. Ja. Und ich werde am Samstag schon nach Wien fahren zu meiner besten Freundin. Von da, also ich denke mal, dass ich dann, weil dann ist ihr Freund auch noch da und der schaut ja Fußball, dann denke ich mal schon, dass wir uns das anschauen. Das wird doch mein erstes WM-Spiel, das ich mir angucke. Nein, ernsthaft? Ja. Aber ich, selbst wenn man doch nicht bewusst WM schaut, schafft man es doch eigentlich gar nicht, an der WM vorbeizukommen. Ja, ich will gerade schon wieder was Böses sagen, aber das blöde Facebook lässt mich, also das lässt mich schon mitwissen an dem, was so passiert für was Tore. So abgeht. Und ja, obwohl ich ja auch, ich verstehe ja gar nichts. Also du kannst mir mit Fußballspielern kommen, oh, das ist ja krass, auch auf Facebook posts, das weiß ich dann nicht. So, ja, okay, Nudelsuppe. Ja, okay. Ja. Wie ist es bei dir eigentlich, Flo? Bist du so Fußball? Du bist so vereinsmäßig, aber auch gar nicht. Nee, mir geht's eigentlich wie Maxi. Also, es ist das erste WM-Spiel, das ich jetzt tatsächlich durst habe. Dürfen wir das? Oder jetzt gibt's nicht gefällt mir. Mann, ihr seid mir so zwei Würste. Das liegt aber, es gibt so Dinge, da hat mich mein Vater immer hingedrängt als Kind. Das war Fußball und Autos und seltsamerweise Pferde. Rebellion! Und deswegen, ich reite weder auf Pferden, noch fahre ich gerne Auto, noch mag ich Fußball. Aber das ist bei mir nur so diese Public Viewing Sachen, mich machen Menschenmassen, die grölen, unglaublich nervös, das ist auch bei Volksfesten so. Das ist, also wenn ich da mittendrin bin, das ist so, da mache ich ein bisschen Pipi. Was geht, die hat Fußball, egal. Ja, so ist sie. Nein, ich daheim oder so jetzt mit Kumpels grillen und dann Fußballspiel anschauen, das schon, aber ich kenne mich nicht aus, ich kenne nur so die Alten, so Sepp Maier, Lothar Matthäus und so. Ach du lieber Gott. Ja, durch meinen Vater. Du bist ja auch schon Mitte 40, das weiß man nicht. Also eigentlich Ende 40, aber das ist jetzt so, wir machen mich jünger, ich bin Mitte 40. Gut. Ja, und deswegen kenne ich die halt noch. Ich frage mich halt immer, wo ist der Sepp Maier hin? Aber ich weiß nicht. Wo ist der Sepp Maier hin? Ich habe ihn gestern mal wieder gesehen, also im Rückblick sah man ihn kurz. Da ist er quasi. Als der Franz, der Kaiser, den Pokal in die Höhe stemmte. Wann war das? 74, glaube ich. Ja, also so weit weiß ich dann auch nicht. Nee. 54 war Fritz Walter 11 und 54 war dann Blablo, blablo, bla. Das, ja, ich sehe dein Gesicht. Ich glaube, du bist heute allein auf weiter Flur. Mann. Nee, stimmt ja überhaupt nicht, ich sage totaler Quatsch. Lothar Klinsmann und so weiter war 90 und 74 war, glaube ich, Sepp Maier und Beckenbauer. Ich bin zu. Aber ich sehe schon, richtig Bock auf Fußball. So, dann eben ein anderes Thema, und zwar Zombie-Apokalypse. Das ist die erste Frage von unserem User 00010smart0100u, glaube ich. Das ist so gesagt. Achso, das ist sein Nickname. Ja, ich. Das ist die Frage. Achso, das ist die Frage. Was? Man weiß es nicht genau. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Frage fürs nächste: Come on. Was wäre eure Waffe der Wahl bei einer Zombie-Apokalypse, das Gefährt und wo würdet ihr ein Lager aufschlagen? Es sind Infizierte, keine Untoten, also die, die auch rennen und klettern können.
Ja, wenigstens eine schöne, detaillierte Frage. Ja, absolut, wir brauchen Details. Schön gemacht, toll, toll. Ja. Also, Maxi, Waffe und Gefährt. So, Problem mit einer Schusswaffe ist, ich brauche immer wieder Munition. Ja. So, davon kann ich nicht ausgeben. Zumindest müsste ich die Munition auch immer mit rumschleppen, weil wer weiß, ob ich überhaupt an einem Punkt bleiben kann. Das heißt, eine Waffe schließe ich für mich, wenn ich nicht irgendwo schon mein... Also, das würde ich im Lager lassen. Meine Schusswaffen. Ja. So, was ich mit mir rumnehmen würde, wäre etwas, was relativ leicht wäre. Ja. Also nicht so schwer, weil ich bin ja nicht gerade die Sportlichste. Ja. Solange kann ich so eine Machete vielleicht nicht halten oder so eine Shotgun. Das heißt eben, ich würde eben umsteigen auf so eine Machete eben. Die wäre relativ... Machete? Ja, ja. Auf hoffentlich sehr guten Stahl, damit sie auch sehr leicht ist. Und gut. So eine Axt könnte ich mir auch vorstellen, die ist aber relativ schwer. Ja. Deswegen würde ich doch lieber auf so eine große Machete. Axt ist schon wieder stressig dann eigentlich. Genau, die ist stressig. Ja. Würde auch noch irgendwo schauen, dass ich noch zwei weitere kleinere Messerchen überall habe. Weil es kann ja sein, dass du die verlierst. Ja, natürlich. Weil du musst ja auch irgendwo wieder... man muss ja an so viel denken, bei so einer Zombie ist es halt nicht so leicht. Ja, dann muss man wieder einkaufen gehen und shoppen. Es und dann ist furchtbar. Die Machete. Schaut mir auch Tag. Ja. Genau, das wäre meine Waffe. Und deine Gefährt? Mein Gefährt? Boah, super gern so einen fetten, großen Jeep, wo ich einfach nur drüber manschen kann über die ganzen Infizierten. Ja. Mit so großen Reifen, schön, deswegen groß und auch relativ, wie sagt man, dass das Achsengetriebe oder dass das so gefedert ist. Gefedert ist, genau, damit du nämlich schön über Gelände fahren kannst, auch über Autos, die natürlich querparkend über Straßen verteilt sein werden. Ja, klar. Ja, weil ja vorher war ja Massenpanik und so weiter, jede wollte entkommen, deswegen brauche ich das. Aber ohne Ende Parkplätze. Ohne Ende Parkplätze. Toll. Wie heißen denn diese großen Dinger, wo es dann auch so Shows gibt in Amerika? Diese Monster Truck. Genau, so ein Monster Truck wäre geil. Ja. Aber die kippen so unendlich leicht um. Die sind so leicht. Soweit ich weiß, sind doch die, wenn du da, ich weiß nicht, sind die so fürs Querfeld einfahren gedacht? Ich dachte immer, die kippen relativ leicht. Ich saß nämlich drin, leider. Ich glaube, die sind ja so gut gefedert, dass die auch immer so schnell springen. Und wenn du jetzt da sagst, du darfst da den Berg runter, dann kommt so eine leichte Kuppel, dann liegst du flach. Ja. Okay. Vielleicht dann doch so. Aber dennoch keine schlechte Wahl, würde ich sagen. Also Machete und Monster Truck ist nicht schlecht. Ich stelle mir das halt so gerade bildlich vor. Das ist schon Maxi, ich eben auch, ja. Bigfoot. Ja. Das wäre schon gut. Maxi, die Machete Gräf, komm mit ihrem Monster Truck. Ja. So, Flo? Ich hätte gerne zwei Katana-Schwerter, so wie die Michonne in Walking Dead. Auch nicht schlecht. Wenn die gut geschliffen sind. Katana? Siehst du, da musst du mich noch... Eigentlich wird keins der A's betont. Ach so. Das sag ich dir nur. Also wir. Es ist halt schwierig einfach für einen Nicht-Japaner. Aber tendenziell würde ich dann eher Katana sagen. Katana, okay, entschuldige. Ja. Die beiden gut geschliffen, trennen die bestimmt jeden Zombie-Kopf ganz schnell ab. Richtig. Da muss ich natürlich noch ein bisschen Schwertstunden nehmen vorher. Das ist normal. Werde ich mir halt einen Meister suchen. Meister. Als Gefährt, ich hätte gerne einen Helikopter. Da würde ich so, also ich bräuchte wahrscheinlich den passenden Piloten, es sei denn, mein Schwertmeister bringt mir auch Helikopterfliegen bei. Weil, da gibt es auch in diese, oh Gott, was waren das, 28 Weeks Later, fliegt er auch mal über eine von Zombie bevölkerte Wiese und Zombies bevölkerte Wiese. Super Szene. Haut die alle weg. Und wenn du so gut fliegen kannst, ist ja auch kein Problem, dann kannst du auch überall landen, weil die sind ja eh alle weggeföhnt. Ja. Das wäre schön. Aber ich glaube, die Szene geht doch dann doch schlecht aus, oder? Ist das nicht so? Also er macht diesen Sturzflug und mäht die dann alle weg mit diesen... Flüchten die nicht mit dem Helikopter? Ich meine, die stürzen später irgendwie ab, aber ich weiß nicht warum. Ja, ich weiß auch nicht mehr. Stürzen immer ab. Gut, ja. Aber dann kannst du schnell weg und die Festung, die du vergessen hast vorher noch. Oder warst du die Festung schon? Ach so, Festung brauchen wir auch noch. Aber du musst ja. Ach so, und wo würdet ihr euer Lager aufschlagen? Du musst das lernen. Oder es hat mir schon jemand. Kannst ja nicht, was wäre, wenn? Also, wenn jetzt. Jetzt? Du musst mal ein bisschen mehr realistisch sein. Kannst du einen Monster Truck fahren? Ja. Ja, also bitte, also die Frage stellt sich aber nicht. Entschuldige. Dann, oh Gott, ich kann ja nicht mal gut Auto fahren. Dann nehme ich ein Fahrrad und werde meine Samurai-Schwerter an den Seiten befestigen. Das ein Fahrrad. Halt, ja, ich kann halt das ist eine total ich gute fahre nicht Idee. So gut Auto, ich nehme ein Fahrrad. Dann wird das Fahrrad mit zwei Schwertern an der Seite. Ja. Und Festung. Ja, genau, sag wo. Weiß ich nicht, also so ein Gefängnis, mal wieder wie Walking Dead ist natürlich gut oder irgend sowas, wie wärst du mit einem Schloss an irgendeiner Klippe oder sowas, dann müsstest du zumindest nicht von allen Seiten angreifbar. Ja, also genau. Ja. Machst du einfach so eine Schneise und da laufen sie alle durch und fallen runter wie die Lemminge. Das ist gut. Glaube ich, das super. Könnte sein. So. Ein Burggraben oder so, so eine Burg irgendwo auf einer Klippe, ist das nicht bei das letzte Einwand, ist das da auch nicht irgendwie so eine... Doch, so ein, genau, der sowas ist auf doch, der Klippe, ja. Wunderbar, dann machst du vorne noch so einen Burggraben mit heißem Blei. Das ist tatsächlich,
Das ist gut. Ja, das also ist so ein gut. Burggraben, so Burggraben die ist alten Zeiten ist echt super. Und dann auch noch an der Klippe, dass man nur von vorne angreifbar ist. Und dann stehe ich da in der Einfahrt mit meinem Fahrrad. Und so einem kleinen Körbchen. Ja. Das ist halt super. Und so einer Klingel. Kommt doch! Ja. Ring, ring! Ja. Das wäre geil. Ihr verkackt die Klingel des Todes. Ja, also Schloss Neuschwanstein. Schloss Neuschwanstein, ja. Da können wir uns zurückziehen. Ja. Bastion mit Stil. Ja. Ja, na klar. Ich habe schon wieder so einen Pfeil hier übrigens vor lauter. Weil ich immer irgendwas im Rumpf. Zerflattert? Ja, ich stecke immer erst meinen Finger da hinten so rein und dann reißt es halt so auf. Und dann. Sag den Satz nochmal bitte. Nein, sag. Hallo bitte. Entschuldigung. Ja. Wir sind nicht bei The Mansion hier. Ja, ja okay. Kein noch so flacher. alles Jede egal. Flache Witze. Ich lade keinen aus. Das muss ich jetzt lang gewöhnen, Nino. Ja, gut. Ich, Katana hast du mir jetzt weggenommen, weil meine Traumkombi wäre gewesen, Katana, Batmobil, Bathöhle. Aber, das wäre auch geil. Ja, wir wollen mal ein bisschen realistisch bleiben. Hier. Realistisch, dann hätte ich gern das Buster Sword von Cloud aus Final Fantasy VII. Also, na dann. Und auch sein Motorrad, ja, die Hardy Daytona. Motorrad wäre, glaube ich, geil, so durch so eine Zombie. Ihr Motorrad ist auch gut, weil da bist du relativ flexibel und musst nicht mit, kannst durch kleine, enge Graben. Kommst überall durch, ja. Graben. Oder so ein Vespa-Roller mit so einer Gatling-Gun vorne drauf. Wäre auch schon geil. Was. Lager, ja, wie gesagt, Bathöhle ist, glaube ich, super. Ansonsten komme ich Schloss Neuschwanstein. Gerne noch mal zum Brunch. Ja. 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 Wir müssen nur eben schauen mit der Essenszufuhr. Das ist halt ein bisschen schwierig. Ich bin jetzt mit dem Fahrrad vorbei. Ich habe ja nicht umsonst ein Körbchen. Körbchen. Salami und Brot dabei. Ansonsten pizza.de geht immer. Oder, du musst, immer. Oder wir schauen vorher bei einem Hugendubel vorbei oder dem Buchhändler unseres Vertrauens und lernen dort Helikopterfliegen für Dummies. Das und dann geht das nämlich auch mit. Ja, stimmt, genau. Mit dem Helikopter, den wir dann woher kriegen? Da gibt es schon irgendwo so eine Base, eine Army-Base. Da finden wir schon irgendwo eine. Ist ja alles verlassen, die hauen ja alle ab. Genau. Ja. Gut, ich glaube, da sind wir well prepared, da kann uns nichts passieren. Nee, alles gut. Schinkentoast, das war leicht, möchte wissen, wenn ihr eine Fußballmannschaft aus Videospiel, Serien und Filmhelden zusammenstellen dürftet, wen würdet ihr wählen? Boah, das ist jetzt schwierig, denn um euch zwei Noobs mal kurz auf die Sprünge zu helfen, eine Mannschaft besteht aus 11 Spielern. Das bedeutet, wir müssen jetzt hier 33 Charaktere aufzählen. Fuck. Fug. Dann nehme ich einfach nur die Kickers. Fugle. Einfach nur die Kickers. Gregor und oder die tollen Fußballstars mit Captain Tsubasa. Ja. Waka Shimatsu Genzo. Hammer. Ja, das ist wirklich gut. Vielleicht eine Mischung aus denen. Die Allstars aus Kickers und die tollen noch Genzo Wakabayashi oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich rede doch einfach nur. Ja. Ich weiß auch nicht, wie man. Ich war sowieso großer Yuga-Fan, weil er hatte immer diese Ärmel so hochgekrempelt. War das der Tormann? Braun gebrannt? Nein. Sicher? Yuga war quasi der Gegenspieler, der mit seiner verbitterten Kindheit und immer alle platt machen wollte. Ah, ja, der war super. Und bei den Kickers war dieser gegnerische von den Teufeln, der Torwart. Ja, ich war aber nie großer Kickers-Fan, muss ich ehrlich sagen. Also ich mochte Tsubasa immer lieber. Das waren ja auch die Leute, die auf einem 15 Kilometer langen Fußballfeld gespielt haben. Absolut, das absolut. Da flog so ein Ball gerne mal. Es war so das Fußball-Pendant zum Kamehameha. Ja, das ist ja auch gerne mal irgendwie über 37 Folgen streckt, bis er dann endlich mal den Feuerball den Energie mal rauslohnt. Und es gab, du hast es bestimmt nie gesehen, oder? Captain Tsubasa? Oder doch mal ab und zu diesen Fußball-Anime? Da gab es halt wirklich Folgen, wo einfach so eine Torwartparade hat einfach mal eine komplette Folge gedauert. Ja. Oder so dieses Rennen über den Platz, das war dann immer so animiert, als sei der Platz so irgendwie so kugelförmig. Also sie rannten dann so, man sah das Ende des Platzes gar nicht und rannten und rannten und rannten und rannten und rannten und rannten und es nahm kein Ende. Dann Schuss, nächste Folge, dann flog der Ball, die komplette Folge. Das war schon fantastisch. Ja, aber das war bei Mila ja auch so, dass die bis über den Knien sozusagen übers Netz geflogen sind und von da aus geschmettert haben. Das ist ja, und eigentlich ich bin ja relativ groß, 1,78 und als ich damals Volleyball gespielt habe, bin ich gerade mal so mit der Hand oder so hier übers Netz gekommen. Ja, aber die Mila kann überhaupt. Aber die Mila. Ja, also entschuldige. Bitte dich. Ja. Die haben doch eine beeindruckende Volleyballspielerin. Ich war Fan von dieser Serie damals. Deswegen habe ich angefangen, Volleyball zu spielen. Ja. Aber das Beste war, die Kickers hatten diese Teufelmannschaft, hatte einen Teufelsdreier. Lass ich jetzt mal dahingestellt. Und die haben alle drei, also irgendwelche Spieler, Stürmer, einen Salto gemacht und haben dann den Ball immer hin und her gewechselt. Und niemand wusste, wo der Ball jetzt ist. Und das ging halt auch teilweise über zwei Folgen. Jetzt musst du dir vorstellen, mach mal so einen Vorwärtssalto. Ja, ich finde es super. Also, das waren eigentlich schon tolle Typen. Ja, ich super, absolut. Also damit hast du ja schon gewonnen. Habt ihr euch jetzt aber ziemlich leicht aus der Affäre gezogen, muss ich sagen. Du ja noch nicht. Nee. Ja, aber es war eine schlaue Antwort, muss man jetzt mal. Ja, deine Mannschaft bestünde wahrscheinlich aus 11 eingeölten, glatzköpfigen Muskelmännern. Richtig, also mit dabei nur mit einem Wimpel
ja. Nee, der Gastmannschaft bekleidet. Ich stell mir das ganz cool vor. Vor dem also, Gehänge. Zuerst habe ich natürlich Soap McTavish. Natürlich, und im ich Tor. Und ich würde auch überall einführen, dass die Volleyballspieler, sage ich schon, Fußballspieler oben ohne spielen. Ja. Dann habe ich Chris Redfield. Ja. Dann habe ich Duke Nukem. Ja. Dann habe ich den Hitman. Ja. Ich muss ja 11, ne? Ach, das wird langsam schwierig. Ja. Okay. Connor findest du doch auch noch gut? Ah, nee, Quatsch. Nee. Nicht Connor, sondern Edward. Nee, wie heißt der neue Assassin's Creed Pirat? Der steht da neben dir. Edward Kenway. Ja. Nee. Was ist hier mit Trevor? Aber einer von den Assassinen ist der fiese geil. Typ, der halt immer doch, von Trevor hinten mit zwei ausgestreckten Beinen die Leute umhaut. Da will ich aber auch CJ dabei haben. Die fiese Doppelspitze. So, es fehlen noch vier. Ja. Gut, dann warte mal. Ja, Blaskovic, warum nicht? Ja, was ist mit Master Chief? Da hat man so ein ganz bestimmtes Bild. Ah. So, es fehlen noch drei. Eine Nintendo-Figur? Ja, aber warte, es kommt ja ganz zum Schluss. Es kommen jetzt die Hardcore-Typen. Ja. Und ich stelle mir halt vor, warte, es sind noch drei. Also okay, jetzt, ich will auch nicht Makarov ist so alt. Aber okay, Dante. Dante? Obwohl er ziemlich spindeldürr ist. Also ist er gut gebaut, aber ist er relativ. Du redest dürr. Von dem aktuellen Dante. Aber selbst der Vorgänger. Von diesem Emo-Dante. Ja, aber selbst der Vorgänger Dante. Ja. Vorgänger Dantes sind ja keine. Danten, bitte. Danten. Der Danti. Danti. Die Dantis. Ja, okay. Okay. Also noch zwei. Oder waren das jetzt? Ich weiß es nicht. Zwei. Okay. Was haben wir noch? Wie hieß denn? Ach ja, von Gears of War. Ja, Markus Phoenix. Nicht Markus Phoenix, sondern der. Dom? Nee. Nee? Der Footballspieler. Der Footballspieler. Ich weiß aber nicht, wie er heißt. Ich hab's auch gerade aufgegeben. Diese Charaktere, wie es schon öfter gesagt sehen so ja auch alle gleich aus. Also die ganzen Namen. Ja, aber er ist irgendwie so lustig, deswegen der muss mit rein. Footballfair. Also der Lustige aus Gears of War. Der Footballspieler. Ja. Den kann man so eine Cappy aufsetzen. Ja. Das ist lustig. Und? Fehlt, aber jetzt muss ich nicht. Maxi gibt sich wenigstens Mühe, Flo. Ja, ich überlege wirklich jeden einzelnen Charakter. Ich wollte nicht, dass es so ausartet. Ja. Warte mal, wo sind noch so krasse Muskelprotze drin? In so einem Kampfspiel? So ein Ken oder so? Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel, warum nicht? Ja. Und dann fehlt mir. Und der letzte wird Luigi. Mit Luigi. So, wegen dem Übelste, ja? Oder? Und der steht immer auf dem Platz und ist Mario! Mario! Die kommen dann raus, weil sie zuerst die Schiris und so weiter. Und dann kommt eben meine Truppe und alle eingeölt und aber auch in Slow Motion. Also nicht die Kamera ist eingeölt, der Luigi. Was ist das denn jetzt? Dann kommt. Also Maxi. Und die gehen dann in Slow Motion raus. Also nicht die Kamera Slow Motion, sondern die Charaktere gehen. Gehen in Slow Motion und dann. Ja. Und dann zum Schluss halt so der kleine Luigi. Ja, okay. Und das finde ich halt dann. Und er ist auch der Fußballkapitän. Aber kommt dann auch dieser Evil Stare aus Mario Kart? Dass er sich dann nochmal zur Kamera dreht? Ja. Du brauchst eigentlich noch E-Honda im Tor. Ist auf jeden Fall eine Top 11. Ja. Wird sehr entertaining. Ja, wird mega entertaining. Ich glaube, meine Kickers und Tsubasa-Leute kacken total ab. Ja, das könnte passieren. Ich nehme den Master Chief nicht, weil ich da will ich einfach alles komplett. Das sollte so einheitlich, also Gesichter und der hat ja sozusagen immer seinen Helm auf und den hat er ja nicht ab. Gut. Johnny. Ist auf jeden Fall ein Top-Plan. Jetzt bin ich gespannt. Ja, keine Ahnung. Ich könnte da auch anfangen, so eine Megaliste aufzuzählen mit irgendwelchen Leuten mit Superkräften. Aber vielleicht nehme ich einfach 10 Marines. Oder 5 Marines, 5 Velociraptoren und im Tor Solid Snake. Oder vielleicht Wolverine, der halt immer, wenn ein Ball kommt, macht der Snap. Ja. Oh, sehr gut. Nicht schon wieder. Ja, genau, schon wieder Ball kaputt. Können wir das irgendwie simulieren? Die drei Mannschaften gegeneinander. Das wäre der Hammer. Ja. Auf jeden Fall. Super geil. Ja, ist gut. Ich meine, bei Mortal Kombat hast du doch auch immer unterschiedliche Charaktere. Ja. So ein Fußball. So ein Pro Evo, so ein FIFA würde ich auch spielen. Ja, aber was ist denn dann mit sowas wie, weißt du, so was Arcadiges, so super, wie hieß denn dieses Super Mario Fußball? Ich gibt's für ja die mehr, Wii. Das ist lustig. Ich komm nicht mehr drauf. Also was du meinst? Ihr wisst, was ich meine. War irgendwie alles total übertrieben. Ja, so was ist ja eigentlich schon. Ist ja wie bei NBA. NBA Jam war ja auch total geil. Ja, Hammer. Ja. Jetzt hätte ich mich fast verplappert, weil ich gesagt hätte, da haben wir gestern in unserem neuen Format Movement drüber gesprochen. Ja. Ach du lieber Gott, dürfen wir alles noch nicht verraten. Mensch, Kinder, was da alles ansteht. Schnell weiter. Unfassbar. So, nein, nicht. Also laut Profilbild würde ich sagen, es ist eine weibliche Zuschauerin.
Und sie schreibt, wie seid ihr erzogen worden und würdet ihr es bei euren Kindern anders machen? Das müsst ihr mir sagen, wie ich erzogen bin. Ja, aber du weißt doch, hattest du eher strengere Eltern? Wurdest du laissez-faire erzogen? So laissez-faire. Also ich sag einfach, ich bin sehr zufrieden. Also du bist super erzogen worden. Danke, also, Maxi. Also du bist wirklich ein sehr höflich, charmanter, junger Mann. Ach. Und auch in stressigen Situationen immer charmant und immer gut. Also selbst wenn es mal stressig wird, danach weißt du immer sofort, wenn mal was unfair war oder so, und gleichst es wieder aus. Also ich finde da nichts falsch. Also es ist, muss ich vielleicht kurz dazwischen grätschen, wenn mir der Nino mal in der Mittagspause links und rechts eine Kiezschelle gibt und ich liege am Boden, dann weiß er auch, dass er mir die Hand gibt und mich wieder hochhebt. Und, ja. Und du weißt aber auch, dass es dann aber auch einen Grund hatte. Ja, ich lächle dann ja auch, weil ich sage, mein Gott, das habe ich verdient. Ja, der Nino, Frühstückswatschen, kennt man nicht. Oh, die Tür geht auf. Ich habe ja so eine Vermutung, es könnte mal wieder Martin Lee sein. Denn das ist der. Nee, wobei, der würde die Tür, glaube ich, nicht so zubumsen lassen. Nee, wer ist denn das? Adrian, wer kommt da rein? Würde ja nur einen Arsch machen. Er kennt seinen Namen nicht. Das ist der Chef. Ja. Wer ist das? Spitzenklasse. Gut. Ja, dann, jetzt bin ich völlig aus dem Konzept. Maxi, ja, was würdest du anders machen? Oder würdest du was anders machen? Nö. Ich kann das übrigens alles nur zurückgeben. Ach. Ja, man merkt ja eine fantastische Erziehung. Also meine Mutter hat mich schon gut erzogen und die war auch teilweise streng, was ich auch gut fand. Bin aber auch im Internat aufgewachsen, mehr oder weniger dann, als ich ab der 4. Klasse, also so 9. Und da hast du natürlich auch noch mal ein bisschen Erziehung mitbekommen von den Erziehern, die dort waren. Also wenn du dort jeden Tag in der Woche verbringst. Ja. Ich fand es gut oder finde es wichtig, wenn Kinder, glaube ich, was ich dann auch im Internat hatte, so feste Zeiten. Also halt Frühstück, Schule, dann weißt du, dann gibt es Mittagessen, dann ist Hausaufgabenzeit und dann gibt es Abendessen. Ja. So. Und das finde ich eine gute Sache, würde ich auf jeden Fall bei meinen Kindern auch machen. Oder ab aufs Internat. Direkt ab aufs Internat, so, ja. Nach der Geburt. Zack. Zack. Ja. Also ich glaube, dass da keine Eltern perfekt sind und ich werde da bestimmt auch nicht perfekt sein. Aber man ist als Kind, da kennt ihr auch diese Phase, man glaubt ja immer alles, okay, die Eltern, alles, was sie sagen, stimmt, ist richtig. So, okay, das stellst du nicht in Frage. Und irgendwann kommt dieser Knackpunkt, wo du denkst, ne, warte mal, das hinterfrage ich jetzt aber mal. Ja. Die sind ja doch nicht so perfekt. Ja, Moment mal. Das stimmt doch mal. Das stinkt zum Himmel. Ja. Und dann beginnt die Rebellionsphase. Oh Gott, habe ich da keinen Bock drauf mit meinen Kindern dann zukünftigen. Die kommen da bei mir auch aus dem Haus. Die kommen da mit 18, 19 wieder, stellen sich kurz vor, was sie jetzt für einen Job haben. Dann dürfen sie auch wieder verschwinden. Seid ihr für zwei? Wir sind deine Kinder. Ihr seid, wir sind deine Rente. Nimm sie an. Ja, natürlich, natürlich. Schmier mir eine Stulle. Mach den Abwasch. Ja. Ohne zu sehr ins Detail gehen zu wollen, mein Vater war manchmal sehr cholerisch bei der Erziehung und nicht immer fair. Also ich weiß nicht, ich durfte irgendwie, wenn er da war, also es war so ein bisschen getrennt gewesen, so Donnerstag war bei mir Vatertag quasi und meine Mutter war sehr, ja, laissez-faire wahrscheinlich eher und aber auch so ein bisschen Kumpeltyp, mit dem man auch alles besprechen kann, auch heute noch und so. Mein Vater war manchmal ein bisschen unfair, wie gesagt, ich durfte dann teilweise am Donnerstags mit 16 Jahren musste ich um 8 wieder zu Hause sein und durfte kein Cola trinken und solche Scheiße. Und wenn ich irgendwie Mittagessen nicht fertig gegessen habe, hat er mich halt 5 Stunden hocken lassen und dann ist er gekommen, um zu kontrollieren, ob ich schon gegessen habe und so. Nicht immer, aber wir haben manchmal unfair, muss man wirklich so sagen, das weiß er auch. Der hat sich aber dann sehr, sehr gebessert später, als dann auch nach dieser Rebellionsphase, die es bei mir halt sehr heftig gab, hat sich das alles irgendwo gebessert, wesentlich. Und ist jetzt auch ein super Großvater zum Beispiel, macht das ganz toll und ist halt so gelaufen, macht nichts. Aber was mir trotzdem ist, eine gewisse Strenge hat mir dann trotzdem nicht geschadet und so. Und ich glaube, von meiner Mutter habe ich sehr viel, auch natürlich von meinem Dad auch, aber meine Mutter war halt mir trotzdem immer ein bisschen näher, dass ich immer versuche, ich weiß nicht, so gewisse Moralvorstellungen, wir haben uns ja vor 2, 3 Folgen, als ich da war, auch mal drüber unterhalten, so Gedächtigkeitssinn, so gewisse Moralvorstellungen, Pünktlichkeit und auch, ja, dass man halt versucht, es auch den Leuten, wenn man irgendwie jemandem Gefallen tun kann, dass man das halt versucht auch zu machen und so. Ein bisschen Verlässlichkeit halt einfach, Zuverlässigkeit eben. Das ist gut, ja. Da bin ich manchmal so sehr drin, dass mich auch irgendwo in meiner Freizeit oft beschneidet, weil ich dann schon so bin, so, ich Gott, das muss jetzt aber alles passen. Aber ich denke, das schadet dir im Arbeitsleben auch nicht. Ich würde vieles wahrscheinlich ähnlich machen, wie meine Eltern so zusammengenommen gemacht haben.
Bloß manchmal vielleicht nicht unfair sein, aber das ist halt auch immer schwierig. Weil die Erziehung halt heutzutage wahrscheinlich auch wieder eine ganz andere ist, wie jetzt, als wir Kinder waren. Auf jeden Fall. Allein schon durch das ganze mediale Umfeld, also diese so oft zitierte Medienkompetenz, die halt jetzt den Kids mit auf den Weg gegeben werden muss. Ich habe auch immer wieder den Eindruck, dass gerade so Dinge wie Gruppenzwang, was jetzt zum Beispiel Kleidung und so weiter betrifft, dass das immer, immer schlimmer wird. Ja. So. Oder jetzt auch mit Smartphones. Also wenn man in der dritten Klasse nicht schon sein iPhone 5 hat, dann ist man gleich der Außenseiter. Mhm. Also ich glaube, das ist für Eltern schon eine ganz schön große Herausforderung, eben auch den Gegebenheiten dieser Generation geschuldet, da alles richtig zu machen. Das ist, glaube ich, gar nicht so einfach. Ich glaube, alles richtig machen ist ja, ich meine, was ist schon richtig dann? Ja, und ja, so. Ich glaube, wichtig ist einfach nur, dass man halt so, ja, weiß ich nicht, konservativ das klingt, aber halt bestimmte Werte einfach mit auf den Weg gibt, weil dann, wenn das Kind weiß, dann wird sich auch zurechtfinden, denke ich. Ja. Und ein bisschen mehr zur Selbstständigkeit. Ich bin in gewissen Dingen ein bisschen unselbstständig. Was kannst du denn nicht? Autofahren, wie gesagt, ganz schlecht, weil das war meine Mutter. Essen. Meine Mutter hasst Autofahren. Essen kann ich nicht. Katastrophe. Achso, sauber essen. Spaghetti Bolognese, ey, ich sag's dir. Das ist ein Hackfleischmassaker. Das ist Wahnsinn. Man meint danach, ich habe Leute umgebracht. Ja. Nicht gut Autofahren, weil meine Mutter immer so Panik gehabt hat. Wenn nein, Autofahren, die fährt auch selber ungerne und ich habe das so übernommen. Das ist halt Bullshit, ne? Aber ich werde da wirklich auch im Münchner Großstadtverkehr, ich kann da nicht fahren. Da muss ich Krieges kotzen. Echt? Das ist ja furchtbar. Oh, ich fahre mal mit. Lass mich auf den Beifahrer sitzen. Du wirst mich verkaufen, mein Auto momentan. Also du wirst mich niemals Auto fahren sehen. Ach du lieber Gott, Florian! Boah, nee, würde ich sofort mit Motor abstellen, weinen. Und was noch? Weiß ich nicht, so gewisse... Ich kann halt nicht kochen, meine Mutter kann auch nicht kochen. Deswegen, ich kann natürlich auch einen Toast machen oder ein Dürei. Ja, natürlich. Warum soll der jetzt hier mehr bei uns machen? Der kann uns nichts kochen. Der kann nicht Auto fahren. Der kann uns nirgendwo hinfahren. Kannst du Wäsche waschen? Mit der Hand ein bisschen. Nee, aber das ist auch so, ich kann keinen Geschirrspüler bedienen, weil ich es nie gemacht habe, weil ich immer, wenn ich was waschen muss, ich habe das per Hand. Ja, aber jetzt mal ohne Witz. Also das ist aber Flo, nicht, ich stelle mich auch bei vielen Sachen dumm an, auch bewusst dumm, also in der Hoffnung, dass es dann nicht mehr machen muss. Aber eine Spülmaschine zu bedienen, also einen Teller in ein dafür vorgesehenes. Das kann ich, nein, aber ich meine jetzt irgendwelche Einstellungen, ich habe es halt nie gemacht. Natürlich, wenn mir das jemand 5 Minuten zeigt oder ich gucke mal drauf, dann schon, ich mache es halt normalerweise. Also Konsole, klick, 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 Fernseher, hier 5.1 Sound Surrounds Anlage. Aber so ein Toastbrot machen. Was bedeutet Stopp? Stopp, das bedeutet Stopp. Ich stehe knöcheltief im Spülwasser. Ich habe mich nicht damit auseinandergesetzt, sagen wir es mal so, weil ich es normalerweise dann per Hand mache oder die Steuern schalte. Ich meine, ja klar, ich kann auch auf Start drücken. Weil du es nicht wolltest. Weil ich's nicht. Mann, oh Mann, dieser Florian Heide. Ja. So bin ich. Ich kann das Klo putzen und das Bad, da bin ich spitze. Oh, das kannst du? Ja, das mache ich auch freiwillig beim Putztag, weil ich mehr Zeit auf der Toilette verbringe als meine Freundin. Ja. Weil ihr macht ja da sowas nicht. Ich weiß nicht, bei euch ist immer so eine Dosensache, glaube ich. Reden wir jetzt vom Kacken. Ja. Ja. Nee, ja. Ja. Oder generell halt, ja, doch Kacken. Es ist Kacken. Das machen wir aber. Ihr habt vielleicht auch den gleichen Begriff, aber bei euch ist das. Ja. Den verstehe ich aber bis heute nicht, aber das füllt wieder etliche andere. Auf das, mal kurz aufs auf das ein neues Format. Ja. Oder einmal wieder eine Sachwas-Ausgabe. So, Annika Bahr mit der vorletzten Frage für heute. Habt ihr Tipps und Ratschläge für Leute wie mich, die zum ersten Mal auf die Gamescom fahren? Auf was sollte man achten? Ich habe sogar keine Ahnung, was mich erwartet bezüglich Preise für Essen, Trinken, Temperaturen, den Hallen, Warteschlangen und dergleichen. Gibt es Insider-Tipps? Ich habe jetzt witzigerweise, als ich den ersten Satz las, schon direkt so an Essen und Trinken gedacht. Und dann kam ja auch spezifisch die Frage. Denn, und das sage ich immer wieder, ich fahre ja unglaublich gerne auf die Gamescom und damals schon auf die Games Convention. Was mir da immer so ein bisschen sauer aufstößt, um da im Bilde des Essen und Trinkens zu bleiben, sind tatsächlich die Preise. Für Verpflegung. Das sind schon fast irgendwie Flughafenkonditionen. Okay. Und ich finde es echt nicht gut, weil man ist den ganzen Tag lang, befindet man sich in einer stickigen Halle, ohne frische Luft, viel Lärm, viele Leute, viel Elektrosmog, irgendwie auch viel Kopfstress, ja, viele Eindrücke. Umso wichtiger ist es, glaube ich, auch, dass man von diesen Außenbereichen, wenn dann gutes Wetter ist, Gebrauch macht und auch vernünftig isst und trinkt. Auch wenn es jetzt irgendwie so ein bisschen konservativ und altbacken klingt. Aber ich glaube, es ist gerade da für Kids halt auch wichtig zu sagen, okay, jetzt mal raus aus der muffigen Halle und mal eine halbe Stunde in die Wiese hocken und mal irgendwie ein Wasser trinken oder so. Und da finde ich so ein Stück weit schade, dass das solche Preise
auf die Sandwiches und Cokes geklebt werden. Ich habe das nicht im Kopf. Was ist da so? Also das ist schon teuer. Also ich habe jetzt auch keine genauen Zahlen im Kopf, aber ich meine, ob das jetzt irgendwie der Nudelmann ist oder ob das halt diese Plastik-Currywurst ist, das ist ja auch alles cool und gehört ja auch alles mit dazu, dann mal auf so einer Messe, dann isst man halt mal Junkfood, das ist ja auch alles super. Aber das sind halt unglaublich teure Preise und für so ein 0,3er Wässerchen zahlt man dann schon seine 3-4 Euro. Mhm. Und das finde ich schon hart. Deswegen, meiner Meinung nach, guter Tipp, irgendwie Rucksack, Umhängetasche. Sandwich machen, Wasser mitnehmen. Ja, genügend zu trinken auf jeden Fall. Ja, das ist auf alle Fälle, glaube ich, gut. Ja, da spart man sich einen Haufen Kohle. Vielleicht auch mal Traubenzucker zum Beispiel oder irgendwie eine Banane. Sowas, ja, genau. Und dran denken zu essen. Weil wenn man die ganze Zeit so aufgeregt, hier und da und dann vergisst man das ganz schnell und plötzlich merkt man, wie schwach man ist. Ja. Nicht, dass man sich da 5 Stunden an der Schlange anstellt und dann 5 Stunden an der nächsten und dann kippt man um. Ja. Auf was sollte man achten? Ansonsten, was die Spiele betrifft, also ich sehe wenig Sinn dahinter, sich 3 Stunden, 4 Stunden für eine Demo-Video für noch nicht mal was Spielbares anzustellen, das dann im Zweifel 2 Tage später sowieso in Trailerform auf YouTube zu finden ist. Das muss man halt vorher auschecken. Steht das immer dran? Ich glaube, das steht nicht dran. Ich glaube, da sollte man nachfragen, bevor man sich anstellt. Oftmals weiß man es halt nicht so genau. Ja, darf man dazu, ist es ein Hands-on oder wird da nur was gezeigt? Also das finde ich immer so ein bisschen verschwendete Zeit. Da würde ich einfach nachfragen, vielleicht einfach den Leuten, die dort arbeiten. So, ist das hier jetzt richtig eine Spielestation oder ist es einfach nur ein Video, wofür sich die Leute anstellen? Ja. Weil dementsprechend werden die ja schon ehrlich antworten. Und dann kann man einfach sich entscheiden, da sich anzustellen oder nicht. Genau, also ich würde halt auch im Vorfeld irgendwie immer meine Top-Titel irgendwie raussuchen und mir entscheiden, okay, das und das und das und das will ich sehen oder spielen. Und dafür würde ich mir dann auch irgendwie die Zeit nehmen, vielleicht irgendwie einen Tag und am anderen Tag dann sagen, so, jetzt schaue ich mir den Rest an. Weil ich finde halt auch in der Gamescom oder generell an so Messen ist ja auch, geht es ja nicht nur um das einzelne Spiel oder die Spiele, sondern dieses ganze Happening ist ja irgendwie toll. So dieses ganze Community-Ding und jeder trifft jeden und wir treffen irgendwie unsere Zuschauer und die Zuschauer treffen uns und andere YouTuber und andere Redakteure und Leute. Das ist ja auch irgendwie immer ganz toll. Das finde ich sogar inzwischen fast wichtiger als die Spiele, weil wir natürlich auch jobbedingt in der Situation sind, dass wir diese Spiele dann meistens ja auch schon auf anderen Wegen irgendwie früher sehen durch PK-Besuche oder wenn uns die Publisher hier bei uns besuchen. Deswegen sind bei mir die Spiele immer so ein bisschen hinten angestellt. Also das wären jetzt so meine Tipps. Essen, trinken, rausgehen, sich schlau machen. Im Vorfeld auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, nicht doof, sich im Vorfeld schon mal so einen Hallenplan anzugucken, um sich seine Highlights schon mal rauszupicken, um zu wissen, in welche Richtung man jetzt rennt. Und auch so kleine Events. Weil ab und zu gibt es ja so Cosplay-Events, so kleine Mini-Geschichten und das weiß man eventuell gar nicht. Ja. Genau, sich vorher darüber zu informieren und dann seine Zeit aufteilen, weil so ein Tag geht endschnell rum. Ja, auf alle Fälle. Und auch bei uns vorbeischauen. Wollte ich jetzt auch gerade sagen, ein Insider-Tipp in eigener Sache. Wir sprechen auch am Montag noch mal ganz kurz drüber. Ja. Da ist dann auch Le Floyd bei uns zu Gast, Frodo und Rob Bubble. Mit denen reden wir auch kurz drüber, was diese auf der Gamescom veranstaltet werden. Und auch wir machen wieder Programm. Wir hatten ja letztes Jahr bereits unsere Let's Play meets Gamescom Bühne. Da war viel Halligalli und da hielt der Name auch, was er versprach. Also da waren viele Let's Player zugange. Ähnlich wird es auch dieses Jahr wieder sein. Also die Jungs von Pete's Meat werden zum Beispiel da sein. Wir haben direkt am Gamescom Donnerstag haben wir ein Mario Kart Event. Es gibt auch ganz aktuell einen Trailer dazu. Könnt ihr euch mal anschauen. Wir packen es mal in die Videobeschreibung mit rein. Da werden ganz viele Leute antreten. Die Maxi macht mit zum Beispiel für High Five und ich mache mit für Nino Taku. Le Floyd macht mit, David Hein macht mit und irgendwie 1000 andere Leute, die dann immer zusammen mit einem Community Mitglied gegen die anderen antreten. Also ich glaube, das wird ein ziemlich cooler Gamescom-Auftakt direkt am Donnerstag. Ihr könnt euch da auch bewerben, wenn ihr mit uns zusammen da mitfahren wollt. Wir zahlen dann auch eure Anreise und Übernachtung und es gibt ein bisschen Party im Nachgang und es wird auf jeden Fall ein cooles Turnier. Dann wird es bei uns auch den Gamescom Award noch geben, den wir verleihen bei uns auf der Bühne. Wir beiden, wir werden wieder moderieren eine ganze Woche lang am Stück. Und schmeißen uns dann auch immer mal wieder in die Menge, um mit euch zu quatschen oder auch gerne mal ein Foto zu machen, wenn da irgendjemand Bock drauf haben sollte. Also da wird viel passieren auf unserer Gamescom-Bühne. Sprich, wenn ihr spielemäßig versorgt seid, 28 Liter Wasser getrunken habt und mal zwischendurch draußen wart, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr mal bei uns an der Bühne vorbeischauen würdet. Da ist dann rund um die Uhr auf jeden Fall ein bunter Blumenstrauß an Entertainment geboten. Ach, schön hast du das gesagt.
So, das kann man ja jetzt so aufnehmen und dann als Trailer raushauen dafür, oder? Ja, passt. Ja, passt. Ende. Alles getan. Indie. Hast du noch einen Tipp? Ich weiß nicht, ihr seid ja da Profis. Ich war ja erst einmal tatsächlich, letztes Jahr. Und ach so, bist du überrannt worden oder wie war das für dich? Also ich war ja ultra krank. Also ich war ja nicht, ich war beruflich dort und nicht privat und hatte Schüttelfrost. Oh ja, ich erinnere mich. Alter, ey. Haben wir uns gesehen? Ja, ja, ich weiß wirklich nicht, ehrlich, ich war mega krank, ja. Also ich weiß noch, ich kam zum Flughafen, also noch in München, und der Michael Graf hat mich gesehen und hat gesagt, du gehst heute zu keiner Pressekonferenz, wie schaust denn du aus? Und es war mein Geburtstag, das war auch schön. Und ich war so, total auf Medikamenten und ich werde auch schnell flugkrank. Ich hatte dann nochmal Medikamente drin und war halt so komplett jenseits von Gut und Böse. Yeah. Und bin dann an dem Tag nicht mehr am Tag der Ankunft und erst am nächsten Tag dann zur Gamescom. Und ich hatte dann auch irgendein Interview und da war auch ständig, mit wem waren das? Mit Bungie, genau, für Destiny. Und habe dann meinen Pulli ständig ausgezogen beim Interview und wieder an, weil es halt immer so ein Wechsel war zwischen, ich schwitze so und oh mein Gott, wie kalt ist es hier? Und der Typ muss ich auch gedacht haben. Ja, ja, der hat mir kaum Antworten. Ja, so ist Germans, they are so angry. Zum nächsten Interview ist er dann direkt nackt gegangen. Ja, das ist, halt, ist so das heiß. Dann, und dann, und Jungs, dann haben sorry, sie gesagt, das ist eine Wahnsinnshitze hier drin. Ja, muss ich ja verstehen, ne? Der Lümmel. Und ja, ich weiß gar nicht mehr so viel, war wirklich so. Aber krank. Was ist der Tipp an der Sache? Der Tipp an der Sache, was ich so erlebt habe, war. Geht nicht krank auf geht nicht, um Gottes Willen, doch macht es trotzdem, weil es war trotzdem eine sehr, sehr, sehr schöne nein, Erfahrung. Nein, doch, hallo. Das ist doch Pandemie. Kannst du nicht unsere kranken, ans Bett gefesselten, fiebrigen Zuschauer dazu ja, wenn, okay, wenn, auf die Messe zu quälen. Ich dividiere meine Aussage, wenn ihr ansteckende Krankheiten habt, geht nicht zur Gamescom. Nein, auch, nein. Also ist doch das andere. Nein, gut, machen wir es einfach so. Mein Tipp ist, ihr habt mir das in den Mund gelegt. Also was ich sehr schön fand am Anfang. Mit Herpes darf man gehen. Dann küsst aber auch keine Entwickler und keine Gäste und auch keine Publisher und sowieso keinen. Überhaupt keinen. Doch, küsst alle den Heider. Küsst mich. Das ist die Strafe. Vor allem, ich kriege halt sofort Herpes. Das ist dann ganz toll. Dann habe ich es überall. An Stellen, an denen ich gar nicht wusste, dass es da Herpes gibt. Ja. Mein Tipp ist, was ihr eigentlich auch schon gesagt habt, am Anfang war es ein bisschen stressig, weil der Terminplan noch voller war als dann am letzten Tag. Und einerseits finde ich es gut, also ich würde mir auch einen Plan machen, eben was nehme ich mit, was will ich mir anschauen und vielleicht das auch schon in den ersten ein, zwei Tagen wegmachen und dann eigentlich sich so treiben lassen, fand ich auch mal schön. Kann auch sein, weil es halt bei mir auch sehr stressig war, aber einfach so, wenn man dann so seine Muss-ich-Sachen erledigt hat, einfach mal ein bisschen rumschauen, die Leute auch mal anschauen, eben die ganzen Cosplay-Sachen und ach, was ist denn da hinten, da höre ich gerade irgendwas Cooles, schaue ich mir einfach mal ganz locker an, weil ich glaube, wenn man sich zu viel Plan macht, ist es dann auch wieder, artet es enormen Stress aus. Ja, also ich würde schon gerade am Anfang das vielleicht mal erledigen quasi und dann dahin. Es gibt ja auch so Goodie-Hunter auf der Gamescom, die nämlich nur hinter Goodies her sind. Da sehe ich dann immer, es gibt ja natürlich immer eine Riesentasche irgendwie, die von irgendeinem Spiel vergeben wird. Ja. Und dann wird dann alles drin gesammelt. Und überall werden T-Shirts verteilt, so ich auch Keychains, irgendwelche Probespiele, Free-to-Play, Karten, Codes und was weiß ich alles. Ja. Und also wenn man da mal wirklich aktiv sammelt und mal sagt, okay, ich verbringe jetzt meinen ganzen Tag damit, was die da abgreifen, ist der Wahnsinn. Ja, ist brutal. Also es wird, die Tasche ist komplett voll. Aber am voll. Ende des Tages ist es doch eigentlich nur Nippes. Ja, es ist alles aber Schrott. Bei uns in der Pals. Es aber ist halt wertvolles Erinnerungsnippes. Ja, also ja, aber es ist das meiste echt Schrott. T-Shirts, die mir entweder viel zu klein oder viel zu groß sind. Viel zu groß. Ja, aber die kannst du ja Schlaf-T-Shirts. So, es sind dann halt Kugel. Ich habe schon eine Million Schlaf-T-Shirts. Keyholder, wer braucht denn noch einen Keyholder? Also diese Schlüsselbändchen, man hat doch sowas schon. Ich habe sowas auch schon. Also auch so, wenn man sowas nicht will, man hat es trotzdem. Wie mit der WM. Auch wenn man es nicht sehen will, man hat es gesehen. Aber du lässt es trotzdem nicht zurück. Ich hatte am Schluss so ein riesiges The Witcher-Puzzle. Und toll. Ich habe mir gedacht, es ist... Als würde ich das jemals auspacken oder irgendwo hinstellen. Also nichts gegen Witcher, um Gottes Willen, aber... Und ich musste es trotzdem mitnehmen. Ich habe das da reingepfercht in diesen Koffer, egal ob es nicht mehr dichtig zugeben. Ich weiß auch nicht warum, aber es war halt so ein Stück. Haben. Meins. Da brauchst du Ibuprofen raus damit, rein mit dem Puzzle. Ja, scheiß auf Medikamente, ist eh alles egal. Aber passt dann auf, weil wenn solche T-Shirts nämlich rausgeschmissen werden, dann ist da die Hölle los. Dann schreit die Menge, dann wird kaum Rücksicht genommen auf den Nachbarn. Ja. Also nicht unbewusst dort reinstürmen, weil. Ja. Wird es bei uns auch wieder geben? Also unbewusstes Reinstürmen und Gekreische. Nein, also bei uns wird es auch wieder T-Shirts geben, bestimmt. Aber oder schöne. Andere tolle Sachen. Bestimmt. Und bei uns wird es auch wieder wie letztes Jahr ein Live-Come-On geben. Sprich, Max und ich werden dann wieder auf der Bühne stehen und uns live euren Fragen stellen. Das laden wir dann natürlich auch wieder auf High Five hoch. Aber das macht immer besonders viel Spaß, finde ich. Das ist halt mal was so völlig direkt, anderes, als irgendwie das Jahr vorzulesen, sondern einfach mal direkt. Den Fragensteller vor sich zu haben. Schön. Und da freuen wir uns sowieso riesig drauf. Das wird, glaube ich, wieder mein Highlight, einfach die Zuschauer zu treffen. Das ist echt immer super.
jeden Fall. Also, Gamescom wird super. Wir halten euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden, an welchem Stand wir sind, zu welchen Uhrzeiten, was passiert. Gibt es dann alles auf den einschlägigen Facebook- und Seiten- und Social-Media-Kanälen. Das solltet ihr nicht verpassen. Ansonsten, wenn es Rückfragen gibt, jederzeit Fragen. So, letzte Frage kommt von Philipp Ulrich für heute. Der schrieb uns via Twitter, ist das, oder? Ja, genau, das ist via Twitter. Dieser ganze Kram blickt da nicht mehr durch. So. Für Hashtag, sagt man das so? Ja. Come on. Ja. Gibt es eine perverse Essenskombination, die euch gut schmeckt? Bei mir sind es zum Beispiel Meersalz-Reis-Cracker mit Lachs. Das klingt gar nicht so das pervers. Das ist doch gar nicht pervers, das ist doch normal. Das sind so kleine Häppchen. Das klingt im ersten Moment sehr schlüssig. Also Gebäck mit Lachs. Das ist wie Lachs auf Brot. Ja. Lachs auf Cracker. Ja. Ach, das ist ja, also. Das ist ja nichts. Anfänger. Also weiß ich gar nicht, pervers. So Lachs mit Nutella. Ist immer so Definitionssache. Wow. Erdnussbutter. Lachs, Erdnussbutter, Nutella. Ja, ne, genau. Es gibt zum Beispiel viele Kombinationen mit Nutella, die ich total gern mag, wo andere Leute sagen, sehr ätzend. Also so eine Brezel zum Beispiel. Ja, aber eine Brezel mittlerweile gibt es doch auch diese schokoladenüberzogene Brezel. Viele sagen, Brezel mit Nutella und dann auch noch mit dem Salz drauf. Brezel oder Brezel? Also so eine Cracker-Brezel oder eine normale Brezel? Eine Brezel halt. Eine Brezel? Also sowas, was man bei Bäcker kauft oder Breze, wie man hier in München sagt. Brezen. Oder Brezke. Ich weiß, schwierig zu verstehen, gell? Brezen, sagt man mit mir. Da kommt jetzt der regionale Unterschied. Im Allgäu sagt man Brezke. Gehst du mal ein Brezke. Brezen. Ja. Aber also nicht die kleinen Salzstangen. Nein, verdammt nochmal. Bist du sicher, Nino? Bist du sicher? Eine Brezel. Hörst du jetzt auf? Die kleinen sind doch die Brezelis, oder nicht? Echt Roland Brezelis, Brezeli? Nicht? Ich weiß nicht. Dachte ich. Nein? Ist ja gut. Wahnsinnig. Und selbst wenn, es kommt eigentlich aufs Gleiche raus, ist irgendwas Laugiges mit Salz. Meinst du jetzt Kaisersemmeln? Nein. Ja. Brezel. Es artet aus. Brezen, Brezke. Das ist aber auch gut mit Nutella, stimmt. Super ist das mit Nutella. Aber es gibt ja auch dieses kleinen Brezeln. Brezlis mit Schokoüberzug und so. Das hat man ja zum Beispiel. Ja, oder Maxi hat mir jetzt auch wieder aus Amerika Brezel-M&Ms mitgebracht. Sie hat mich nämlich gefragt, lieb wie sie ist im Vorfeld, ob ich mir denn was wünsche. Er hat gesagt, ja, ich hätte gerne Brezel-M&Ms, weil ich mich in Las Vegas eine Woche lang nur davon ernährt habe. Achso, ich dachte, du wusstest nicht, dass es die gibt und hast einfach gesagt, ja, Brezel-M&Ms. Nein, bin Fan. Und das ist ja im Endeffekt auch nichts anderes. Ist halt Brezel oder irgendwas Brezel-Snack-ähnliches mit irgendwas Schokoladigem. Also die Kombination mag ich eigentlich schon sehr, sehr gerne. Und ich mag auch die Kombination, das ist dann vielleicht schon ein bisschen schräger, so gesalzene Erdnüsse, so aus der Dose mit Gummibärchen. Und zwar gleichzeitig aber im Mund stecken. Ach, das heißt süß, okay. Ja, ich habe das schon mal erzählt. Wir hatten in der Bar, wo ich früher gearbeitet habe, gab es halt immer am Anfang, zumindest wenn noch nicht alle nackt irgendwie auf dem Tresen entlang rutschten und sich mit Wodka Brausi einschmierten, stand da immer so Snacks. Und das waren eben Salzstangen, Gummibärchen und diese gesalzenen Erdnüsse. So, mit den Salzstangen haben wir immer dieses Wettessen gemacht, 20 Stück in einer Minute. Was unfassbar schwer ist, klingt sehr leicht, ist unglaublich schwer. Wird trocken, ne? Ja, Wahnsinn, immer diesen Klumpen. Und Gummibärchen und gesalzene Erdnüsse habe ich immer zusammen reingestopft. Und fand es mega lecker. Es ist auch echt lecker. Ist gut. Okay. Also es ist ein bisschen komisch, wenn sich dann diese Erdnussbrocken mit dieser Gummimasse aber... Ich habe Gummibärchen damals auf die Heizung gelegt und die sind dann zu einem großen Klumpen geschmolzen. Ich hatte mal eine ganze Packung Gummibärchen auf dem Armaturenbrett liegen. Nee, einfach in dem... Im Sommer. In der Tüte? Hammer. Schmelzen lassen? Da ist das ein großes. Und dann kannst du so... Und dann kannst du es um deinen Finger wickeln und... Ja. Ich muss heim. Ich muss es ausprobieren. Das habe ich nie. Ich habe die nur mal mit... Es war doch immer so, es hieß doch, du kannst die... Wenn du so ein Cola-Fläschchen zum Beispiel in Wasser legst über Nacht, dann wird das ja so groß. Ja, aber das ist ja eklig. Das war so eklig, ich habe mich so drauf gefreut. Auf dieses. Ich habe mir voll gesagt, und dann, nee, war scheiße. Das war mega scheiße. Eklig. Ja, bei mir ist mal so eine Packung im Auto halt geschmolzen. Im Sommer habe ich die vorne auf dem Armaturenbrett liegen lassen und habe dann wenigstens gesagt, die Tüte öffnen, da war es halt so ein Gummibärchen. Das ist sau cool. In Form einer Haribo-Tüte. Ja. Ja, ein Arm. War gut. Ansonsten weiß gar nicht, so perverse Essenskombinationen. Ich sage einfach eine Bekannte, weil ich weiß es nicht, ob ihr und ihm das recht ist, was ich so sage. Eine Bekannte von mir isst sehr gerne Chicken McNuggets mit McSundae, also mit dem Eis. Also stelle ich mir aber irgendwie jetzt gerade spontan jetzt grad, gut vor. Sie dippt ohne Witz. Dieses gute Presshühnchenfleisch. Wenn du so sagst. Ja, weil, ja. In dieses Softeis rein. Das Gute daran also ist. Vorstellen könnte ich es mir auch. Mit einem Gutes daran erstmal gar nichts, aber vielleicht lecker. Nein, mit einem Hühnchenfilet würde ich es nicht machen. Ja. Aber dadurch, dass das halt eben gefried hier. Frittiert worden ist. Ja, wie sagt man nochmal hier in Germany? Es tut mir leid. Fritired? Fritired? You know what I mean. Ihr seid
Scheiße. Das finde ich mal. Kennt ihr diese Leute übrigens? Ja, ich kannte mal so einen Typen, der war halt irgendwie mal für 2 Jahre in Amerika. Oh Gott. Oh ernsthaft. Gott. DJ. Da reicht aber auch schon 2 Wochen für so ein, manche Leute. Ja, braun gebrannter, schlecht tätowierter, der dann immer auch so einen Las Vegas-Hut auf hatte oder irgendwie so ein Kopfband mit so Ami-Flagge. Und tat dann immer so, als hätte er jetzt in den 2 Jahren die Deutschsprache. Wie sagt man nochmal hier in Deutschland? Boah, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich spreche nur noch Englisch. So, ja. You know what I mean. So, I don't know. But ich kenne das so von Au-pair-Leuten. Katastrophe, so. Da könnte ich ja ausrasten. 2 Monate Praktikum in der Modeagentur und plötzlich konnte ich gar nicht mehr anders Englisch sprechen als die. Und keine Ahnung, ich sage. Genau, was will man da auch anders sagen? Sicher. Sagen wollte. So, ja, Chicken Wack Mac Sundays. Dadurch, dass es frittiert ist, diese frittierte Hölle. Frittierte. Die Frillhölle. Ja. Dreifach frittiert ist frittiert. Okay, bitte. Ja, aber diese knusprige Hülle, ja. Die ist ja schon auch wieder so ein bisschen süß. Mhm. Und daher kommt es nämlich richtig gut, glaube ich, mit dem McSunny. Finde ich eine gute Kombination, werde ich mal ausprobieren. Probier's mal aus. Oder stell dir mal vor, so ein Chili Cheese Nugget. Oh. Endgeil. Chili Cheese. Chili, ja, keine Ahnung. Also, glaubst du? Ja, mit es gibt ja die Eis. Verrücktesten Kombinationen. Ich hab da jetzt gerade irgendwie voll Bock drauf. Aber sowas richtig total Perverses fällt mir sicher. Irgendwie so Steak mit Fleischsalat oder so. Das ist ja, oder? Steak mit Steak. Gewagt. Aber ihr könnt ja mal eure perversesten Essenskombinationen in die Kommentare schreiben. Mm. Gleiches gilt natürlich auch für sämtliche Fragen rund ums Thema High Five at Gamescom. Also wenn es da irgendwas gibt, was euch interessiert, auch gerne in die Kommentare und auch sonstige Fragen, Anregungen, Kritik oder Beschwerden jederzeit in die Kommentare. An Florian Heider. An Beschwerden Florian Heider at Beschwerden unter Beschwerdeonkel. .de/com.net. Was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, Mario Kart Trailer anschauen, bewerben. Freuen wir uns auch drauf, steht jede Menge an. Jetzt erstmal Wochenende mit WM-Finale. Und Finale! Am Montag dann, endlich Montag mit Le Floyd, Frodo und Rob Bubbel. Wird auch super. Also, es ist alles der Wahnsinn. Flo, schön, alles dass du gut. da warst. Dankeschön, wir sehen euch, dass ich öfter. Wir lösen das natürlich. Dann auch bald auf. Euch ein schönes Wochenende. Lasst euch gut gehen. Passt auf euch auf. Danke fürs Interesse. Tschüss. Ciao.